Sie sind hier, 24. November 2018, 10:02 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 3 Minuten vergrößern verkleinern der 1. FC Köln will die Tabellenspitze angreifen, Urheberrecht Getty Images München, der 1. FC Köln will mit einem Sieg gegen Darmstadt Platz 1 angreifen. Rückkehrer Anthony Modeste kann aufgrund einer fehlenden Lizenz noch nicht spielen. Stürmer-Tore im Training sind normalerweise keine große Sache. Wenn es aber um einen derart prominenten Rückkehrer geht, sieht das ganz anders aus. So zählte der Kölner Express bei Anthony Modestes erstem Training beim 1. FC Köln unter der Woche fleißig mit und titelte prompt 5 Tore. Modeste, erstes Schützenfest, doch nicht nur die Schlagzeile beweist, der französische Stürmer star, der den FC in der Saison 2016/17 mit seinen Toren in die Europa League geschossen hatte und die Kölner nach einem glücklosen Engagement in China nun wieder in die Bundesliga führen soll, hat eine riesige Euphorie entfacht. Service, Spielplan der zweiten Bundesliga. Dabei darf der 30-Jährige derzeit noch gar nicht für den Fußball-Zweitligisten auflaufen, weil die Spielgenehmigung fehlt. Am Samstag beim SV Darmstadt 98 wird der große Hoffnungsträger also nur als Fan daheim in Köln die Daumen drücken, weil im Hintergrund ein juristischer Streit ausgebrochen ist. 2. Bundesliga, Darmstadt 98 bis 1. FC Köln, ab 13 Uhr im Live-Ticker, Köln droht Rechtsstreit Tianjin Quanjin, der Club, der den Franzosen im Sommer 2017 nach wochenlangem Hin und Her verpflichtet hat, droht mit einer Klage. Die Chinesen pochen auf einen aus ihrer Sicht gültigen Vertrag und wollen vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Modeste hat jedoch gekündigt, weil Tianjin zwar Gehalt gezahlt, aber keine vereinbarten Prämien an den Franzosen überwiesen hat. Die FC-Anwälte beschäftigten sich mit dem Fall, und sie gaben grünes Licht für eine Verpflichtung. Jetzt liegt der Ball beim Weltverband FIFA, der sich mit dem Streitfall Modeste beschäftigt. Geht alles glatt, wird der Franzose sein Debüt vermutlich im Heimspiel gegen die SPVGG Greuther Fürth am nächsten Wochenende geben. Service, Tabelle der zweiten Bundesliga, Bochum will Anschluss nach oben, für den VfL Bochum läuft es in dieser Saison gut. In der Tabelle liegt das Team von Cheftrainer Robin Dutt auf Rang 5. Zum Relegationsrang 3 fehlen aktuell nur 3 Punkte. Mit einem Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue könnte das Team Höhenluft schnuppern. 2. Bundesliga, VfL Bochum, FC Erzgebirge Aue, ab 13 Uhr im Live-Ticker. In den letzten 5 Spielen mussten die Bochumer nicht eine einzige Niederlage hinnehmen. 3 Unentschieden und 2 Siege haben für eine gute Bilanz gesorgt. Bei Aue sieht die Situation dagegen nicht so rosig aus. Aktuell liegt die Mannschaft auf Rang 13. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich 4 Punkte. Außerdem setzte es zuletzt 2 Pleiten, Sandhausen braucht Punkte. Noch brenzliger ist die Situation für den SV Sandhausen. Nur dank der besseren Tordifferenz liegt das Team nicht auf Platz 16. Mit Holstein Kiel wartet außerdem ein Team, das sich aktuell in einer guten Verfassung befindet. 2. Bundesliga, Holstein Kiel, SV Sandhausen, ab 13 Uhr im Live-Ticker. 8 Punkte aus den letzten 4 Spielen sprechen für sich, so können sie die 2. Bundesliga live verfolgen. TV, Sky Stream, Sky Gotica, Sport1, jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.